Mein Name ist Christoph Saring und ich möchte mich hier heute mal mit der Windows-Suche beschäftigen. Der Grund für dieses Video ist eigentlich, dass ich immer wieder im Rahmen meiner Arbeit gefragt werde, ob es denn nicht eine einfache oder preiswerte Möglichkeit gibt für ein Dokumentenmanagementsystem. Einfach und preiswert meistens nicht. Und als zweites Problem bei vielen Dokumentenmanagementsystemen ist, dass das in der Regel Dokumentenarchivsysteme sind. Das heißt, das Arbeiten mit Dateien ist eigentlich so nicht ohne weiteres möglich, zumindest nicht komfortabel. Das heißt, wenn man ein Dokument öffnet in dem Archivsystem, ist es erstmal schreibgeschützt, dann kann man es natürlich wieder zurückspeichern ins Archivsystem. Es wird aber ein neues Dokument angelegt. Das heißt, die Dokumentenarchivsysteme sind ja explizit dafür ausgelegt, dass man da Dokumente archiviert für Live-Daten, also das heißt mit Excel-Tabellen, mit denen man jeden Tag arbeitet oder Word oder LibreOffice-Dokumenten, die man jeden Tag bearbeitet, dafür sind diese Dokumentenmanagementsysteme in der Regel nicht wirklich geeignet. So. Ich habe das ganze Thema ein bisschen untergliedert. Und zwar würde ich mal darauf eingehen, Struktur und Ordnung bei den Dateinamensbezeichnungen zum Beispiel mal ein bisschen eingehen. Wenn man sich da auch mit seinen Kollegen sag ich mal, eine gleichbleibende Struktur angewöhnt, das erleichtert das Suchen ungemein. Wenn man ein sogenanntes Dokumentenmanagementsystem verwendet, ist es auch nicht viel einfacher. Auch dort muss man sag ich mal, eine einheitliche Arbeitsweise haben. Man muss genauso alle möglichen Angaben an das Dokument anfügen. Das Argument, dass man ja in einem Dokumentenmanagementsystem dann Volltext über den Inhalt suchen kann, das zieht nicht so wirklich, weil das kann die Windows-Suche auch. Warum das in manchen Fällen geht und nicht geht, das werden wir in dem Punkt Indizierung dann mal besprechen. Aber ich gehe nochmal die anderen Punkte durch. Durchsuchen von Inhalt wäre ja der zweite Punkt dann. Suchen nach Dateieigenschaften werde ich dann nochmal ein bisschen darauf eingehen. Und natürlich dann auch das Kombinieren von Suchbegriffen oder Eigenschaften, also oder und Eigenschaften. Und die Indizierung hatte ich schon angesprochen. Und als letztes gibt es immer wieder Probleme beim Durchsuchen von PDF-Dokumenten. Viele sind der Meinung, dass das nicht geht, aber der Schuldige ist woanders zu suchen als bei Windows. Windows selbst kann das. Okay. Abschnitt gehe ich jetzt auf Dateinamen, Bezeichnungen, ganz kurz auf Ordnerstruktur und auf die einfache Suche nach Dokumenten ein. Dafür habe ich jetzt ein Verzeichnis angelegt. Das hat die Bezeichnung Ausgang, Ausgang für Ausgangsdokumente in diesem Fall. Und Ausgangsdokumente typischerweise in einem Unternehmen oder bei einem Gewerbetreibenden sind ja Angebote, Lieferscheine und Rechnungen hier einfach mit einem Kürzel dargestellt. In diesen Ordnern habe ich ein paar Textdokumente angelegt und da sieht man schon, dass ich eine gewisse Bezeichnungsstruktur verwende. Alle Dokumente, also bei mir Eingangsdokumente und Ausgangsdokumente, sind in der Regel so aufgebaut, dass führend das Datum angegeben wird, beginnend mit dem Jahr, dann dem Monat, dann dem Tag, dann mit der Rechnungsnummer bzw. der Dokumentennummer. Das heißt, es kann ein RN oder eine Rechnungsnummer sein, eine Lieferscheinnummer, eine Angebotsnummer,
Es kann auch eine Eingangslieferscheinsnummer sein und Co. Als drittes verwende ich dann immer die Kundenkurzbezeichnung. Man könnte hier auch die Kundennummer nehmen. Und folgend schreibe ich immer noch ganz kurz dazu, was ist denn das für ein, also, oder was enthält denn das Dokument? Das heißt, wenn es eine Rechnung ist, ist das jetzt eine, sage ich mal, eine Servicearbeit gewesen, wurde was Spezielles verkauft, war das irgendwie ein größeres Investitionsobjekt und so weiter und so weiter. Das war jetzt der Ordner für Rechnungen. Ich habe noch zwei weitere Ordner angelegt. Einmal einen Ordner für Angebote. Da habe ich jetzt ein Angebot eingelegt. Da sieht man hier, habe ich AN beginnend gemacht. Und noch einen Lieferschein. Ordner, wo ein Eingangslieferschein jetzt enthalten ist. Wie Sie die Bezeichnungen machen, das müssen Sie dann selber entscheiden. Es kommt auf den Typ, was für Arten von Dokumenten Sie haben und was für eine Bezeichnungsstruktur für Sie am besten wäre. Also da müssen Sie sich einfach ein bisschen Gedanken machen. Wir suchen jetzt in einer ganz einfachen Variante, das heißt noch ohne Kombination, Eigenschaften und Inhalt. Grundsätzlich erstmal, warum das Datum so rum? Das liegt daran, wenn Sie das Datum beginnend mit dem Tag machen, dann haben Sie das Problem bei der Sortierung, dass die Sortierung nicht chronologisch ist, denn es wird sortiert nach dem ersten. Das heißt, erster, 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 zweiter, erster, dritter, erster, vierter. Und erst folgend kommt dann der zweite, erste, der zweite, zweite, der zweite, dritte und so weiter. In bestimmten Szenarien kann das natürlich sehr praktisch sein. Bei diesen Dokumenten zum Beispiel ist das in der Regel störend, da man Rechnungen und Lieferscheine sowieso chronologisch abarbeitet. Und genauso könnte man ja jetzt sagen, naja, warum steht denn das Datum vorne? Man kann ja auch das Änderungsdatum nehmen. Oder es gibt ja auch noch das Erstellungsdatum des Dokumentes. Das sind alles Eigenschaften, die an einem Dokument sind. Da kommen wir nochmal später drauf ein. Das ist ein relativ gefährliches Spiel. Das Erstellungsdatum, das kann zum Beispiel verändert werden, wenn man von einem System auf ein anderes System kopiert und Dateieigenschaften bei dem Kopiervorgang entfernt werden. Das kann auch beim Zippen, also das heißt, man macht einen Zip-Container oder verpackt Dokumente in einen Container und entpackt die dann wieder irgendwo anders auch passieren. Und es kann auch beim Zurückspielen aus dem Backup passieren, dass im Prinzip das Erstellungsdatum abgeändert wird. Kommt drauf an, sage ich immer. Und das Änderungsdatum, das ist genauso gefährlich. Zum Beispiel, wenn man ein Angebot hat und man muss das zum Beispiel nochmal korrigieren. Es soll aber das Angebotsdatum trotzdem sein. Sobald man das Dokument anfasst und neu abspeichert, wird das Änderungsdatum neu gesetzt. Das habe ich zum Beispiel hier schon mal probiert. Da sieht man hier, obwohl es chronologisch abgespeichert ist, das heißt, alle Dokumente wurden zur selben Zeit erzeugt, hat dieses Dokument hier eine andere Uhrzeit. Ich kann das ja auch noch mal zeigen. Wir öffnen jetzt noch mal das Dokument und speichern es einfach mal neu und schließen das. Und wir sehen, dass wir jetzt hier einen neuen Stempel bekommen haben mit der Uhrzeit 19:24 Uhr. Das heißt, wenn man jetzt hier, wenn das jetzt ein Datum wäre, das heißt, wir hätten heute den 13., 14., 15., würde der das Dokument, wenn wir das nach dem Änderungsdatum sortieren oder halt auch ein Erstellungsdatum, würde da wahrscheinlich die Sortierung völlig durcheinander geraten. Deshalb sind das zwei Angaben, die für mich, sage ich mal, in meiner Dateistruktur völlig unwichtig sind. Jetzt, warum mache ich das so, dass ich zum Beispiel Datum, die Rechnungsnummer und Co. In den Dokumentennamen reinmache? Das ist ganz einfach. Also wir machen jetzt eine einfache Suche, das heißt,
gar nicht mit Kombination. Das heißt, ich will jetzt zum Beispiel wissen, alle Rechnungen aus dem Jahr 2016, dann tippe ich einfach hier los 2016 und man sieht, dass der das sofort findet. Oder ich möchte jetzt zum Beispiel alle Rechnungen des Kunden 2 sehen. Kunde 2. Und Sie sehen, ist sofort zu finden. Oder wir wollen alle Rechnungen, die Prüfung enthalten. Es kann ja irgendwas anderes sein, aber es ist ja nur ein Beispiel. Und Sie sehen, werden alle Dokumente so eingefiltert. Das ist jetzt das Suchen nur mit einem Suchbegriff. Wenn wir jetzt eine Ebene hochgehen, hatte ich ja schon gesagt, wir haben hier Angebot, Lieferschein, Rechnungen. Wenn man jetzt da oben in dieses Suchfeld etwas eingibt, dann wird genauso in allen Unterverzeichnissen gesucht. Das heißt, ich gebe jetzt 2016 zum Beispiel ein. Da sehen wir, finde ich nur zwei Rechnungen. Ich gebe 2017 ein. Da sehen wir schon, da ist ein Angebot und ein Lieferschein und eine Rechnung mit dabei. Wie man das noch weiter einfiltern kann mit mehreren Begriffen, werden wir dann später nochmal machen. Aber man sieht zum Beispiel, ich könnte jetzt nach Kunde 1 suchen auch. Das heißt, Kunde 1. Dann hat man auch die Lieferscheine, Angebote und Rechnungen des Kunden 1. Das war jetzt erst einmal eine kleine Einführung. In einem weiteren Video zeige ich dann das Verwenden der Windows-Suche mit ein bisschen mehr Tiefgang, das heißt das Durchsuchen von Dokumenten beziehungsweise das Suchen nach Eigenschaften und wie man mehrere Eigenschaften und Wörter bei der Suche kombiniert, um sag ich mal, in einem großen Dateipool die Suche einzugrenzen. Vielen Dank. Abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Channel und wir hören und sehen uns dann zum nächsten Video. Vielen Dank.